Gähnende Leere in einem Impfzentrum in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Obwohl das Angebot gut sortiert ist, Vakzine mehrerer Hersteller sind vorrätig, kommen nur vereinzelt Bürger, um sich gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen. Nur 15% der Bulgaren sind zweifach geimpft. Das ist deutlich weniger als im EU-Durchschnitt, der bei knapp 53% liegt. Die Impfskepsis ist weit verbreitet. Ich glaube, das ist alles nur künstlich hervorgerufen und das ist der Grund, warum ich mich nicht impfen lassen will, auf gar keinen Fall. Ich bin nicht geimpft, ich möchte das nicht und habe es auch nicht vor. Es wurden so viele gegensätzliche Sachen über die Impfstoffe gesagt, wenn man mit AstraZeneca beginnt und dann mit Pfizer, sowohl in Bulgarien wie auch in anderen Ländern. Ich vertraue diesen Impfstoffen nicht. Einer Umfrage zufolge haben mehr als 40% der Bulgaren kein Interesse an einer Impfung. Die Hauptgründe liegen in dem Alter und der sozialen Struktur der Gesellschaft bzw. der geringen Gesundheits- und Vorbeugekultur, dem Umstand, dass viele Menschen schon krank waren, der Überfrachtung durch Informationen und natürlich der Tatsache, dass wie in jeder Gesellschaft auf dem Balkan die Leute hier etwas empfänglicher zu sein scheinen für, ich sage mal, alternative Fakten. Im bulgarischen Fernsehen kam sogar der Leiter einer Corona-Station eines Krankenhauses mit impfkritischen Äußerungen zu Wort. Er empfahl stattdessen Kräutertees.